Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Ich schreibe die Ziffer 3 links von einer zweistelligen Zahl. Das Doppelte der so erhaltenen dreistelligen Zahl entspricht dem 27-fachen der Anfangszahl. Frage, welche war diese Anfangszahl? Wenn wir x die Zehnerziffer der Anfangszahl nennen und y die Einerziffer, so setzen wir vor diesen zwei Ziffern die 3 und erhalten also so die Zahl 100 mal 3 plus 10 mal x plus 1 mal y. Die Zahl, die wir so erhalten, ist also 300 plus 10x plus y. Und das Doppelte von dieser dreistelligen Zahl ist gleich zum 27-fachen von der Anfangs zweistelligen Zahl, die natürlich 10 mal x plus 1 mal y beträgt. Hier verteilen wir die 2, rechts verteilen wir die 27. Wir vereinfachen dann diese Gleichung so weit wie möglich und stoßen somit auf 10x plus y minus 24 gleich 0. Konzentrieren wir uns auf y. Y ist eine Ziffer. Die Möglichkeiten für y sind also 0, 1, 2, 3 und so weiter bis 9. Jetzt stellen wir uns vor, y wäre 0. Dann stünde hier als Gleichung 10 mal x plus 0 minus 24 gleich 0. Und das würde bedeuten, dass x 24 Zehntel sein müsste, also 2,4. 2,4 ist aber keine Ziffer. Deshalb kann y nicht gleich 0 sein. Schauen wir y gleich 1. Wenn y 1 ist, dann müsste x 23 Zehntel sein und auch das ist keine Ziffer. Also der Wert 1 für y ist ausgeschlossen. Wenn y 2 ist, dann finden wir für x 22 Zehntel. Auch das ist keine Ziffer. Wenn y 3 ist, dann finden wir für x 21 Zehntel, das ist aber keine Ziffer. Wenn y aber 4 ist, dann finden wir für x 20 Zehntel, das heißt 2. Also 4 geht. Alle anderen Ziffern funktionieren nicht. Für y setzen wir also die 4 ein, hier. Und wenn y 4 ist, dann muss x 2 sein. Die gesuchte Anfangszahl ist also die zweistellige Zahl, deren Zehnerziffer x 2 ist und deren Einerziffer y 4 ist, also 24. Der Auftrag ist erledigt. Die nächste Frage wird im nächsten Tutorial beantwortet.